Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Omerta City of Gangsters. Wir haben gleich unser Ziel erreicht, haben gleich genug dreckiges Geld gesammelt, um die Mission hier durchzuführen. Jetzt müssen wir nochmal Gehalt zahlen, okay. What the fuck? Ich glaube, wir haben da ein klitzekleines Problem. Wir müssen mal schnell hier die Ermittler bestechen. Das kostet uns nochmal ein bisschen Kohle. Aber alles halb so wild, kriegen wir schon. Hier über Geldgeschäfte, tausche sauberes gegen tausend dreckiges. Die verdammte Regierung kann einen ehrlichen Geschäft auf der Spur. Und schon haben wir 5000, denn gleich wird's erledigt sein. Und dann bin ich gespannt, was danach kommt, wie das Ganze dann weitergeht, was die nächste Mission sein wird. Ich denke, wir müssen noch irgendwann mal auf die Nase hauen, denn hier sind ja noch so ein paar rote Punkte hier, ja, wo wir Geschäfte erledigen müssen. Mit ihm hier zum Beispiel brauchen wir ja einen Buchmacher für den. Dann gibt es hier irgendwas mit örtliche Schläger, die wir ja niedermähen müssen. Dann gibt es dann noch einen Ku Klux Klan oder so irgendwas. Der Clan hat Walker. Aha, okay. Also sie haben Walker geschnappt. Die Clan-Jungs sind nicht gerade die hellsten. Sie waren leicht zu verfolgen. Ihr Versteck ist in einem verlassenen Lagerhaus nicht weit von hier. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen Walker retten, bevor sie ihm etwas Schlimmes antun oder irgend sowas. Ach, keine Ahnung. Ich habe es nicht richtig fertig gelesen. Ich weiß nur, was jetzt kommt. Und da habe ich irgendwie gerade gar keinen Bock drauf. Aber gut, was will man machen? Ich glaube, das ist die richtige Auswahl. Und den hier nehmen wir als Unterstützung. Und dann haben wir 80-80. Unterstützende Rolle, kostenloser Whisky, schicken sie einfach Whisky, um deinen Angreifer betrunken zu machen, okay. Das macht der, oder was? Ja, dann wollen wir mal starten, dann gucken wir mal. Wie wir da klarkommen. Zeit ist anzugehen. Oh ja, erstmal mal den Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Weil die Maschinen hier, die sind heftig. Oh, da steht gleich ein großer, direkt vor unserem nicht ganz so starken Mann. Das Ganze mal ein bisschen drehen, um besser einen Überblick zu verschaffen. Okay, hier müssen wir wohl irgendwie Walker befreien. Hier gibt es einen klaren Bruder. Die Brüder sind nicht ganz so stark. Ich vermute mal, dass hier irgendwo drin oder vielleicht sogar hier hinten in irgendwelchen Ecken, wo wir keine sehen, auch noch irgendwelche klaren Jungs stecken. Vielleicht sogar hier unten irgendwo. Na, schauen wir mal. Also, was müssen wir machen? Wir sind der hier. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir uns hier irgendwo in einer Deckungsposition begeben. Warum kann ich mich denn hier wieder nicht an die Wand stellen? Ich finde das Deckungssystem hier langsam so was von lächerlich. Ich kann mich an die Reifen lehnen, aber nicht vors Auto, ne? So, und dann gezielt schießen auf den hier. Oh, verfehlt und achtsam. Der ist fast schon in der Hölle. Und getroffen. Jetzt kommt gleich der KKK-Ritter. Haut mal hier im MG rein. Klar, alles überhaupt kein Problem. Der andere rennt mal weg. Auch super. Ich brauche was zu trinken. Ja, super. Da ist auch noch ein KKK-Bruder. Also ihr seht, es läuft mal wieder Optimum. Absolut Optimum. Ja, und jetzt hat er noch nicht mal mehr genug hier um... Ach, ist doch... Ein Mist ist das doch, wie das hier schon wieder läuft. So. Ja, Boss? Dann haben wir den hier. Ich weiß nicht, sollen wir den ersten Deckung gehen lassen? Kann der überhaupt noch irgendwo in Deckung gehen? Das ist doch alles Müll. Dieses Deckungssystem ist für einen Eimer. Und der verfehlt natürlich wieder. Klar, wir sind hier. Gute Arbeit, Jungs. Weihnachte Kanone. Jeder Schuss vorbei. So. Dann kommt die Lady. Die ist auch schon angeschlagen. Keine Ahnung, wovon die jetzt angeschlagen ist. Da rennen wir mal knallhart dahin. Stellen uns mal ganz frech davor. Nee, nicht Wurfmesser, sondern aufschneiden. Oder macht das hier mehr Schaden? Ne, aufschneiden. Zack. Und zack. Da haben wir mal richtig zugesetzt. Allerdings wird die böse Schaden abkriegen. Da bin ich fest von überzeugt.
Deshalb müssen wir gucken, dass wir hier... Warum verfehlt er denn? Zeit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Unglaublich. Was haben wir denn hier? Hexenmeister. Wo steht denn der, bitte? Was ist das da drin, der? Ne, das ist auch ein Bruder. Keine Ahnung, wo sich Hexenmeister bewegt. Okay, das sieht schon mal gut aus, wenn wir den nochmal treffen. Das ist endgültig. Gut, dann haben wir ihn hin. Das war schon mal ein guter Move. Ich höre irgendwo Schritte und krieg Angst. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, jetzt müssen wir das Quicks hier rüberholen. Wir brauchen das Quicks. Um zu helfen, den hier platt zu machen. Aber der verfehlt erstmal. Also ich komme mir echt langsam vor. Wir haben hier die talentlosesten Gangster, die es wohl gibt auf dieser Erde. Hui. Ja, hui, du hast kaum noch Leben. Hui. Können wir da vielleicht mit zustechen? Wow, viel mehr Damage machen. Ja, das machen wir nochmal. Und er verfehlt. Ah, so ein Mist. Runde beenden. In Ordnung, dann los. Dann den mal schnell hier rüberziehen. Vielleicht können wir dem noch mit einem Schuss hier das Ende verpassen. Zeit, deinem Schöpfer gegenüber zu treten. Sehr schön. Dann tut er nämlich keiner was von uns. Dann haben wir den Doc dran. Jetzt ist die große Frage mit dem Doc. Was machen wir mit dem? Irgendwo hier sind bestimmt noch Jungs. Ich glaube, den holen wir erstmal wieder hier raus. Gott, wie hat er es geschafft, da so weit reinzurennen? Naja, super steht er da, super. Gigantisch, obergigantisch, naja, wie auch immer. So, jetzt kommt der Hexenmeister. Ja, Boss? Keine Ahnung, wo der ist. Und jetzt haben wir den Squixt zu steuern. Da sind ja die Knallköpfe. Wo? Ah. Da sehen wir den jetzt hier durchs Fenster, oder was? Sehr interessant. Nichtsdestotrotz wollen wir weiter hier. Genau, dass wir das hier einsehen können. In Ordnung, dann los. Dann holen wir einen Shark hier rein irgendwie. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich glaube, wir versuchen das erstmal... Erstmal alles so peu à peu hier. Ja, komm. Ich bin soweit. Mit der haben wir jetzt ein kleines Problem. Die müssten wir mal heilen. Unser Doc ist aber noch da drin. Da bin ich am Überlegen. Sie ist ja eben mehr die Nahkämpferin. Die ziehen wir mal dahin. Dann machen wir einfach mal weiter. Und dann holen wir den Doc mal hier raus. Aber das Bandagieren, heilt Bandagieren überhaupt? Ja, erlittener Schaden oder aufheben. Machen wir erlittener Schaden beseitigen, genau. So, die Frage ist, wie viel hat sie jetzt? Ja, wieder volles Leben, gut. So, jetzt kommt der Hexenmeister-Move. Keine Ahnung, wo der Hexenmeister sich überhaupt rumtreibt. Hier drin wohl hoffentlich nicht. Deshalb gehen wir jetzt mal... hier rein und verschaffen uns mal einen kleinen Überblick. Bin soweit, Boss. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir am besten in Deckung gehen. Ob wir mehr zu der Seite in Deckung gehen oder ob wir mehr zu der Seite in Deckung gehen. Ich bin soweit. Okay. Jetzt ist die große Frage, wie gehen wir damit um, dass die Gute hier Nahkämpferin ist und der sich da hinten verschanzt? Je l'ai vu. Okay, da sind also beide. Gut zu wissen. Ja.
ist die Frage, wie kriegen wir die am besten hier in die Zange genommen? Sieht er die? Ja, den sieht er. Aber er trifft nicht. Und das ist gefährlich jetzt. Gut, dann können wir mit Shark versuchen, hier raufzukommen. Ja, nicht ganz gereicht. Bin dran. Ja, das war... Puh, knapp war das. So, dann holen wir den hier rüber irgendwo. Weiß nicht genau wo. Ich glaube, hier wäre eine gute Position erstmal. Ich brauche was zu trinken. Ja, Doc, nur die Ruhe. So, wir haben ihn getroffen. Wenn auch nicht gut. Ui. Ich weiß nicht, wie weit wir hier kommen, ohne dass wir in sein Schussfeld, also in sein Schussfeld reinlaufen. So, und der muss jetzt hier auf das Symbol. Und dann haben wir den Big Man befreit. Oha. Ja, bleibt er direkt vor der Tür stehen. Jetzt kommt noch ein KKK-Ritter. Wo kommt denn der jetzt her? Wo? Bin soweit, Boss. Oh, Kamera, ich will dich drehen. Wo kommt denn der da her? Wir haben doch hier alles abgescannt, da war kein Mensch. Jetzt plötzlich taucht er wieder auf und... Ist echt hier, das ist grausam. Das ist echt grausam in dem Spiel. So, holen wir uns Quicks hier rüber. Verpassen dem mal einen. Und einen zweiten, aber das reicht natürlich nicht. Quicks ist auch schon böse angeschlagen. Da haben wir einen Doc, der wird mittlerweile auch mal getroffen, aber wir setzen dem hier weiter zu und ignorieren, dass wir getroffen wurden. Jetzt holen wir die hier rein. Die Frage ist nur, wie weit kriegen wir die hier rein? Das ist schon mal gut. Zeit, es anzugehen. Okay, das ist ein Mitkämpfer, aber dummerweise können wir den nicht steuern. So, jetzt versuchen wir da rüber zu kommen, dass wir die hier, falls sie hier rauskommen, einkesseln. Ja, schlecht. Ja. Ganz schlecht. Noch schlechter. Wie schlecht. So, dem verpassen wir erstmal ein paar Kügelchen. Ja, Boss. Dann ist der gute Squix dran. Und jetzt steht natürlich der hier voll fort neben seiner Fresse. Das ist natürlich ganz gut, wenn man da einen umnieten will, wenn ein anderer in der Schusslinie steht. Macht sich gut, sowas. Ich schieße, du so, fällst um. Und da haben wir den dann umgenietet. Ja. Jetzt hat der sich hier umpositioniert, gefällt uns auch nicht. Aber wir kriegen das jetzt wohl hin, den hier auszuschalten. Das war schon mal ein wichtiger Schritt. Und den Rest setzen wir auf Ausweichen, damit sie jetzt hoffentlich keinen Treffer mehr abkriegt. Er hat auch angefangen zu bluten, das ist unschön. Ich glaube, den können wir... Können wir den hier in Deckung? Nee, können wir nicht. Oh, wieder nirgends Deckung. Es ist doch zum Kotzen in dem Spiel. Warum kann ich nicht hier hinter der Kiste in Deckung gehen? Nö, geht nicht. Warum auch? Nö, ich kann nur hier an der Seite. Von der Seite geht nicht. So, dem haben wir mal zwei ganz schöne verpasst. Es kommt Big Man einfach wieder gerannt. Ich hoffe, der rennt nicht in die Bin soweit, Boss. Schussrichtung. Das war ein Fehler. In Ordnung, dann los.
Na gut, dann muss den hier finishen. Es ist nichts Persönliches. So, da haben wir es geschafft. Alle Gegner sind tot, glücklicherweise. Wir leben noch. Mein Leben. Ich war sicher, dass ich das nicht überleben würde. Tja. Jetzt wird er aufgenommen werden. Er möchte meiner Gang beitreten. Super. Du hast gewonnen. Ja, weiterspielen. Was heißt weiterspielen? Warum lädt er jetzt? Oh, er lädt, weil wir die Karte beendet haben. Und tja, damit steht jetzt die Virginia Avenue an. Und ja, was haben wir denn da Leute, zu tun? Ich habe Louis Castaneda gesagt, wir können nicht ständig für ihn seine Besorgungen machen. Ich habe ihm klargemacht, dass wir eigene Geschäfte haben, um die wir uns kümmern müssen. Unsere letzten Besorgungen brachten ihm sicher mehr Geld ein, als er selber verdient. Er hat um einen letzten Gefallen gebeten. Virginia Avenue aufräumen. Ich sage, wir erledigen das schnell und widmen uns dann unseren eigenen Geschäften. An die Arbeit. Okay, wir gewinnen ein Teammitglied. Wir kriegen einen Levelaufstieg und wir können eine einzigartige Waffe kriegen. Und das ärgert mich so ein bisschen, dass jetzt die Mission plötzlich so schnell rum war in dem anderen Viertel, weil wir wollten dort noch eine Waffe kaufen. Wir hatten uns gerade umgeguckt und wollten dann noch Waffen kaufen. Keine Ahnung. Die Story-Kampagne ist ja ganz nett, aber... ich habe dir ein paar Muscheln geschickt. Ja. Erledige den Job gut und es wird mir kommen. Tja, also wie gesagt, prinzipiell finde ich den Story-Modus und so weiter ja ganz gut. Aber er hat so seine kleinen Macken. Also eine Macke finde ich zum Beispiel, dass man nicht selbst sagen kann, ich möchte diese Karte jetzt beenden. Dass man nicht einfach sagen kann, ich möchte die weiterspielen. Das einfach kommt weiterspielen und dann klickt man weiterspielen und schwupps ist man auf dem Bildschirm. Die Gegend ist nicht mehr auswählbar und das sind noch Waffen, die man kaufen könnte. Und ich meine, wir haben uns Geld verdient und wollten Waffen kaufen. Dann mussten wir aber als Mission Geld kriegen. Dann gab es noch einen Kampf, denn ich habe nur ein Viertel der Missionen dort erledigt, die ich hätte erledigen können. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. So. Er wird mir regelmäßig Geld schicken. Okay, erforsche den Distrikt, um mehr über die örtlichen Kriminellen herauszufinden. Das ist die erste Mission. Wir haben alle einen Levelaufstieg gekriegt und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen uns erstmal wieder orientieren. Jetzt mal die Kamera wieder richtig drehen. So, hier ist also unsere Boutique, unser Haus. Und eine Wahrsagerin liest hier aus der Handfläche. Sie sollten durch ihren Dienst gut informiert sein. Ja, dann würde ich sagen, schicken wir da mal einen hin, oder? Niemand erledigt Dinge so wie ich. Und den Rest, den machen wir mal hier Levelaufstieg. Tja, rachsüchtig, C, Fernkampfexperte ist er nicht, Muskeltraining benötigt Level 4 Muskeln, kleiner 10, erhöhten Muskelwert um einen Punkt. Mehr kritische Treffer, Initiative erhöht Initiative um einen Punkt. Initiative legt fest, wie oft dein Charakter im Kampf zum Zug kommt. Initiative wird von Cleverness-Wert geregelt. Das heißt also, wir können hier bestimmen, dass die ein bisschen häufiger drankommen. Dann haben wir hier Gewandtheit, erhöht Gewandtheitswert um einen Punkt. Für was ist Gewandtheit da? Gewandtheit bestimmt die Fähigkeit, Charakter mit allen Schusswaffen umzugehen. Nee, Muskeln ist Nahkampf. Also ich glaube, wir machen hier dieses Muskeltraining eher. Flinke Füße, bewegt sie mehr, Adrenalinrausch, 5 Bewegungspunkte pro Runde. Das ist alles blöd. Muskeltraining hört sich gut an. So, Muskeltraining erledigt. Dann haben wir den hier, Levelaufstieg. Was haben wir da so Schönes? Der ist ja mehr der Fernkämpfer. Da würde ich sagen, gucken wir auch mal, dass wir hier irgendwie mit Reichweite, Projektilwaffen steigt um 5 Meter. Okay, Klugheit. Mut, Adlerauge, innerhalb der Runde hat jeder weitere Angriff auf einen Gegner 10% Bonusschaden. Gewandtheitstraining erhöht Gewandtheitswert um einen Punkt. Gewandtheit ist ja für Schusswaffen. Ja, das alles sind etwa die gleichen Werte und da würde ich sagen, machen wir hier das Gewandtheitstraining. Dann haben wir hier den Kollegen.
Was ist der überhaupt? Rachsüchtig, Zehenmuskeltraining, mehr kritische Treffer, Nahkampfexperte, klug, tapfer. Der hat zweimal tapfer. Gewandtheitstraining, flinke Füße, Initiative. Ich würde sagen, dem geben wir Initiative. Da hat er nämlich verdammt wenig, deshalb kommt er so schwer oder so kaum zum Einsatz. Ja, dann haben wir noch unseren Boss. Der hat somit am meisten. Scharfschütze ist für Fernkampf gut. Kritische Treffer hätten wir da noch. Reichweite hört sich auch nicht schnell schlecht an. Tja. Charakter agiert zum Start eines Kampfes schneller. Also da würde ich sagen, Scharfschütze hört sich gut an. Kritische Treffer hört sich gut an und Gewandtheitstraining hört sich gut an. Ich glaube, wir nehmen das Gewandtheitstraining. Wir steigern die Gewandtheit, damit steigern wir automatisch ja auch einen Schaden, weil er mit der Waffe besser umgehen kann, dann häufiger trifft. Hoffentlich. Das gleiche machen wir auch mit ihm. Die schießen ja alle vorbei hier, als gäbe es keinen Morgen. Und ich glaube, mit dem da machen wir direkt das gleiche, weil die anderen Werte, ich weiß auch nicht, die sprechen mich nicht so an. So, das sind die Leute, die ich alle aufgewertet habe und mit dieser Gang wollen wir jetzt hier arbeiten. Und ja, da ist ja schon einer unterwegs hin, da gibt es ein paar leerstehende Gebäude. Ich muss mich erstmal orientieren, wo wir denn hier sind, was wir denn hier überhaupt haben, tun müssen, tun können. Gibt es hier überhaupt Gebäude, die wir irgendwie erforschen können? Oder geht das alles von diesem ersten Gebäude aus, was wir jetzt gerade erforscht haben? Das ist das, was ich am besten kann. So, was haben wir hier? Suche Informationen über die örtliche Gang. Und hier hinten haben wir dreckiges Geld, Suche Informationen über die örtliche Gang. Puh, ja. Niemand erledigt Dinge so. Schicken wir den mal dahin. Und ich bin immer noch am gucken. Ah, hier ist noch ein Gebäude, wo wir großzügiges Trinkgeld fallen lassen können für Informationen. Schicken wir, glaube ich, mal den hier hin. Was jetzt? Ich weiß gar nicht, was hat denn das gekostet? Ich habe gar nicht auf den Preis geguckt. Das ist das, was ich am besten kann. Tja, wir haben nichts Neues erfahren. Das ist blöde. Hier gibt es noch ein Gebäude. Spendablakal, 100 dreckiges Geld. Schicken wir den mal dahin. Wir müssen jetzt das Gebiet hier erstmal scouten, um dann die gegnerische Gang zu finden, die sich hier irgendwo eingenistet hat. Der Job ist getan, aber ich habe noch viele andere. Okay, hier gibt es sogar nette Gebäude, die wir übernehmen könnten. Ein Bier haben wir nicht. 10 dreckiges Geld für Informationen, okay, hört sich gut an. Alles, was wir momentan mit Geld machen können, hört sich gut an. Meine Bezahlung sollte das widerspiegeln. Okay. Erledigt. Und besser als Mario. Tja, nichts Neues erfahren, aber wieder Orte gefunden. Jede Menge Orte, Orte, Orte. Dreckiges Geld. Schicken wir den mal dahin. So, das können wir ja auch drehen. Was sind das hier? 2 Schnaps. Können wir uns zurzeit nicht leisten. Was will der hier? Ein Bier. Können wir uns auch nicht leisten. Was will der hier? Ein Schnaps. Können wir uns zurzeit nicht leisten. Da ist ein Sheriff. Schlagring mit zusätzlichem Schaden. Da würde ich sagen, den bestechen wir mal mit dem hier. 1000 dreckiges Geld können wir uns gerade so leisten. Als hätte ich sonst nichts zu tun. So, und wir werden jetzt mal anfangen, hier ein bisschen auszubauen. Beziehungsweise, ja. Keine Pause. Wir könnten eigentlich auch im nächsten Part hier richtig Gas geben, denn der Part hier ist ja schon wieder ein Stückchen. Und ich muss hier mal zusehen, dass ich hier dann mal wieder einen Cut finde, damit wir das Ganze wieder hier ein bisschen voranbringen. Der Job ist getan, aber ich habe noch viele andere. Okay, das hat sich auch erledigt. Wieder nichts Neues erfahren. Das Gebäude hier, das werden wir jetzt kaufen bzw. mieten. Das macht unser Boss, wenn er das erledigt hat. Ah, okay. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, dann machen wir hier eine Brauerei rein, dass wir mal ein Bier kommen.
Und wie das Ganze weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Nick Frei zockt Omerta City of Gangsters. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.